Sind da noch große Horden auf dem Weg hierher oder? Nee. Und ich vermisse jetzt gerade Kalle, der war jetzt auf dem Weg hierher. Ich gucke nochmal. Ja, ich glaube, sonst können wir mal anfangen. Ja, schon mal ein bisschen teasen. So. Ja, da kommen noch welche, auf die warten wir noch ein bisschen. Achso, Kultur, danke. Hallo. Jo. Wollen wir? Anfangen. Ja, dann fangen wir doch an. Erzähl ich erstmal mein Zeug und dann kommt ihr, oder? Ja, oder? Christoph, ja. Fängt einfach an, dann erzählt Victor was und ich bin Paul und dann erzähl ich noch was und ihr hört erstmal zu, ist unsere Idee und dann gehen wir in eine Diskussion und gucken einfach mal, was bei rumkommt. Gut. Also, hi, ich bin Christoph von Wonderplay. Ich werde jetzt mal so noch kurz eine Einführung zu Augmented und Virtual Reality geben, sodass alle Leute so ungefähr eine Vorstellung haben, was es da geht, beziehungsweise was da der Unterschied ist. Ich beschäftige mich selber seit 2013 circa mit Augmented und Virtual und Mixed Reality Anwendungen und Möglichkeiten. Und um das Ganze mal zu klären, was der Unterschied ist, habe ich hier ein Video mitgebracht, das jetzt nur noch laufen muss. Genau. Also man sieht hier so einen Menschen mit so einem Head-Mounted Smartphone. Das ist im Endeffekt wie eine Videobrille. Er kann also über die Linse seiner Smartphone-Kamera rausgucken und hat dann über so ein Linsensystem einen Blick nach draußen über so eine Videobrille. Und in dem Fall sieht er jetzt hier so einen Tracker, wo ein virtuelles Objekt in sein Sichtfeld mit eingeblendet ist. Und was er jetzt macht, ist, dass er hier auf diesem Objekt so einen virtuellen Button triggert, wo er dann quasi in die virtuelle Welt komplett eintaucht. Also vorher hat er so eine Mixed Reality gehabt, virtuelle Objekte in dem normalen Umfeld, was man normalerweise sieht. Und das, was man danach gesehen hat, war halt virtuelle Realität, wo man komplett abgeschottet ist und nur virtuelle Objekte und Inhalte sehen kann. Muss ich das nochmal starten, weil das jetzt nicht weitergeht. Genau. Ich habe bis vor kurzem auch jetzt hier für Open Campus gearbeitet. Wir haben seit letztem Jahr im Herbst hier so ein VR-Lab, das hier immer wieder in verschiedenen Räumen aufgebaut wird und auch mobil eingesetzt werden kann, wo man auch mal in diese VR-Welt hineinschnuppern kann und das Ganze ausprobieren kann. Das Ganze basiert auf einer HTC Vive, die mit so einer Lighthouse-Technologie ausgestattet ist. Das heißt, man hat hier so zwei so Tracker im Raum aufgebaut und kann sich dann einfach in dieser virtuellen Realität bewegen, wie wenn man in der echten Realität ist. Das ist noch der Unterschied zu beispielsweise diesen Cardboards, die man vielleicht kennt, die schon etwas weiter verbreitet sind, wo man halt einfach sich nicht wirklich so bewegen kann, wie man in der normalen Welt unterwegs ist. Ein anderes Ding, was es ja dann auch noch gibt, sind Augmented Reality Brillen. Das ist in der Entwicklung noch ein bisschen hinter diesem virtuellen Realitätshype hinterher. Da ist gerade die HoloLens von Microsoft, sage ich mal, der Stand der Technik oder das Nonplusultra, was man so bekommen kann, ist aber noch relativ teuer, weil man da mindestens 3.000 Euro für berappen muss. Und das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, bis man da, was den Preis angeht, userfreundlichere Devices bekommen kann. Was aber ziemlich beeindruckend ist, wenn man dieses Ding mal aufhat, ist dieses Tracking der Umgebung und auch die Überlagerung der virtuellen Objekte mit der Realität um einen herum. Also man kann sich dann zum Beispiel sein Wohnzimmer in so eine Spielwelt umgestalten und diese Stabilität, die ist auch echt beeindruckend. Man kann da rumhüpfen und diese Dinger sitzen also akkurat auf dem Tisch oder auf dem Platz fest, wo man sie halt normalerweise oder wo man sie vorher platziert hat oder wo das System sie dann platziert. Eine Anwendung für den ganzen Bereich sind zum Beispiel, dass man so Werkstücke schon im Vorfeld inspizieren kann oder auch kollaborativ über verschiedene Standorte zusammen an virtuellen Objekten arbeiten kann und sich dadurch etliche Produktionsschritte bzw. Testschritte ersparen kann,
nachdem man das halt vorher schon in einer vermischten Darstellung real bzw. virtuell am Arbeitsplatz angucken kann, beziehungsweise dann auch irgendwelche Tests schon vornehmen kann, was Größe oder Passgenauigkeit angeht. Was es schon seit längerem gibt, sind beispielsweise auch so Apps für Smartphone und Tablet, wie sie von IKEA auch schon eingesetzt werden, dass man irgendwelche Sachen, die man sich bei IKEA kaufen möchte, zu Hause virtuell in seinem Wohnzimmer platziert, beziehungsweise genau, Steinway hat auch so eine App, dann kann man sich seinen Steinway-Flügel zu Hause hinstellen, wenn man ihn sich sonst irgendwie vielleicht nicht leisten könnte. Das bringt mich auch noch zu einem weiteren Prototypen. Das ist hier ein Augmented Reality Piano-System. Ich hatte da meine Masterarbeit drüber geschrieben und dann später auch einen Prototypen entwickelt. Das ist jetzt hier ein Screenshot vom Watercamp letzten Jahres. Da konnte man den testen. Und was jetzt gerade noch eine etwas aktuellere Geschichte ist, weil, wie vorhin schon gesagt, also diese End-User-Geräte für den normalen Verbraucher jetzt nicht so erschwinglich sind und damit auch dieses Piano-System noch nicht so marktreif ist, gibt es hier gerade noch eine zweite Richtung, wo ich mit dieser Wonderplay-Geschichte hingehe, also dieser mit meinem Projekt Wonderplay. Und das ist hier so eine Box, die quasi Hightech und Lowtech verpackt, wo man sich abends hinstellen kann. Man sieht den Sternenhimmel, kann also quasi durch diese Box durchschauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, weil es ist jetzt gleich ein bisschen hell, aber ich glaube, man kann es erkennen. Und das Smartphone weiß halt genau, wo ich mich befinde und welchen Ausschnitt ich des Sternenhimmels gerade anschaue. Und ich habe dann dadurch eine Überlagerung von den Sternenhimmel, also den Sternen, die ich durch diese Box betrachte, mit diesen Informationen, die mir hier dann eingeblendet werden, und habe quasi ein Low-Budget-Augmented-Reality-System, um die Sterne anzugucken. Genau, ich bin jetzt also mit meinem Übersichtsvortrag am Ende und dann würde ich einfach an euch weitergeben. Und dann ist der Plan, dass wir einfach mal so bisschen brainstormen, was von eurer Seite dann vielleicht interessant an so einem Augmented Virtual Reality Netzwerk für Schleswig-Holstein sein könnte und inwieweit man da gewisse Kooperationen oder Treffen initialisieren könnte. Ja, cool. Genau, dann Victor hat das Wort. Ich will das nochmal zeigen. Das hat mich damals begeistert. Als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, dachte ich, oh, das muss ich haben. Ich hatte Minecraft gespielt und dann plötzlich sich vorzustellen, Alter, meine Gebäude sind da vor mir auf dem Schreibtisch. Toll. Das war das Erste, was ich gesehen hatte zur Virtual Reality. Genau, kannst das Video anmachen gerne. Und habe mir dann einfach auf Verdacht, weil ich es haben wollte, ich erzähle darüber, habe mir dann einfach auf Verdacht so eine Brille gekauft mit einem PC. Hatte so ein Ding nie an. Und war auch aufgeregt, ob es mir dann wirklich gefallen würde, ob es wirklich so cool ist, wie es angepreist wird in den Werbungen. Und das Gerät hat mich enttäuscht. Also die HTC Vive stand zuerst bei Freunden, weil der PC noch gar nicht rechtzeitig da war, aber ihr PC hat das hinbekommen, hingestellt, ausprobiert. Und ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal Tilt Brush gespielt hatte. Und hier war der Schrank von der Kleiderschrank von meinem Kumpel. Und ich zeichne da und dann gucke ich, oh, wow, sieht das toll aus, und bestaune seinen Kleiderschrank und sah total beläppert aus. Und während ich dann da gezeichnet und gearbeitet habe mit, die verschiedenen Spiele ausprobiert habe, habe ich gemerkt, da ist noch viel Unfug dabei, was man nicht in Virtual Reality machen muss. Es gibt aber ein paar Juwelen, die man nur in Virtual Reality machen kann. Und ein Beispiel dafür ist eben dieses im dreidimensionalen Raum zeichnen. Es ist wirklich, ich hab das einigen Künstlern gezeigt, für die ist das wie eine Traumerfüllung gewesen, als sie dann plötzlich im Raum ihre Figuren, Objekte malen konnten. Und so habe ich dann versucht, diesen Künstlern eine Plattform zu geben. Habe das sehr vielen Leuten gezeigt, dieses System, noch bei mir zu Hause. Und habe dann mit Leuten zusammen einen Livestream aufgebaut, wo man eben Künstlern bei der Arbeit in Virtual Reality zugucken kann. So ging das damals los. Wir haben dann das auch noch in Mixed Reality gemacht, sodass man den Menschen wirklich in die Szenerie reinschneidet. Da zeigen wir gleich ein kleines Video von, wie das aussieht.
Meine Hoffnung für Studio Creality war es immer und ist es auch immer noch, dass man gemeinsam Projekte schafft, die alleine nicht umsetzbar wären. Eben der eine zeichnet, der nächste kümmert sich darum, dass die Technik alle funktioniert. Und das wollen wir noch weiter vergrößern. Das zielt dann eben in dieses Kulturkompetenzzentrum, was wir entwickeln wollen, wo man zusammenkommt, jeder bringt das mit, was er möchte oder möchte vielleicht Neues lernen und kann sich da ausprobieren. Genau. Das Video funktioniert leider mit der PowerPoint-Präsentation nicht. Wir geben euch jetzt kurz einen Einblick, das ist nur 20 Sekunden lang oder so, was wir als Studio Creality gemacht haben. Nur zu Studio Creality, wir sind eigentlich eine private Gruppe, die das als Hobby betreibt. Also wir treffen uns einfach im privaten Rahmen und unterhalten so einen Twitch-Live-Kanal, genau. Wo ist Waterkant ganz unten. Ne? Genau. Eigentlich, den Ton brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht, der wird jetzt wahrscheinlich mitlaufen. Und da sehen wir halt jemanden zeichnen, da sehen wir ihn in der Szenerie, einmal kurze Pause, man sieht also wirklich den wir eben noch gesehen haben vom Greenscreen, er ist in der VR drin und hat halt irgendwie jetzt so einen Vulkan gezeichnet in einem Programm von Google, Tiltbrush heißt das. Genau. Das kannst du ja weiter was. Genau, das haben wir auf dem Waterkant gemacht, genau. Und dann haben wir mit Cap3 zusammen eine kleine App entwickelt, das hier ist auch wieder so ein Marker. Und gleich zoomen wir raus und wir sehen, auf dem Marker ist auch das Bild zu sehen, was er da zeichnet. Da ist er jetzt nicht mehr mit drin. Richtig. Genau, also das haben wir dann eben exportiert aus dem Programm und dann mit diesen Markern verknüpft. Das waren so Spielereien, ein wichtiger Ansatz von Studio Creality, über den du auch gleich reden wirst, eben Kultur. Und im Moment haben wir auch ein Entwicklungsprojekt bei uns, wo wir in Richtung Architektur und Bürgerbeteiligung ein Projekt bauen, in VR. Um es ganz kurz anzuteasern. Ja, genau. Ich glaube, ich muss hier vorne stehen bleiben wegen des Mikrofons, weil wir ja alles aufzeichnen. Aus diesem Studio Creality, auf diesem privaten Projekt, haben wir uns gedacht, so, da kann man noch irgendwie mehr rausmachen. Ich war auf der diesjährigen CeBIT, habe das erste Mal überhaupt so eine VR-Brille aufgehabt oder mal ein bisschen länger aufgehabt und dachte so, boah, geil, das finde ich irgendwie cool, das will ich haben. 4 Tage später hatte ich mir noch eine gekauft und habe dann über ein Netzwerktreffen, was Christoph initiiert hatte, das ging über den DIWISCH, da haben wir heute ja auch schon was drüber gehört, über das Cluster Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein, ein VR-Netzwerktreffen initialisiert. Das war so Anfang April. Das war jetzt aber so eine einmalige Sache und wir haben uns gedacht, hey, okay, für Schleswig-Holstein, für Kiel, so ein neues Medium, da müssen wir irgendwie was tun, damit das auch hier ein bisschen Verbreitung findet und vielleicht kluge Köpfe, wie ihr hier sie alle sitzt, nicht nach Berlin oder Hamburg abwandert, weil da sag ich mal, die Industrie oder der Industriezweig schon ein bisschen weiter ist. Deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen irgendwie ein Kultur- und Kompetenzzentrum für Virtual Reality in Schleswig-Holstein gründen. Wo einfach Leute, die Interesse daran haben, da mitzuarbeiten oder Kontakte wollen in die Richtung, einfach eine Anlaufstelle haben. Und natürlich nicht ganz uneigennützig, weil wir wollen auch irgendwie von irgendwas leben, wenn wir das weitergehen. Dachte mir, gut, wie kann man das vielleicht irgendwie weiterdenken und da vielleicht so eine Art Startup draus machen. Heute geht es jetzt erstmal darum, so ein Netzwerktreffen zu initialisieren, aber vielleicht so als Vision, was wir gerade noch im Kopf haben, wo ihr vielleicht ganz andere Ideen oder Vorstellungen habt, ist, dass wir das so auf 4 Säulen aufbauen. Also der Unterhaltungsbereich ist ja, glaube ich, allen ziemlich eingängig. Man geht in die VR und spielt irgendwie was. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass alle Leute zu Hause alleine übers Internet verbunden. Ach so, alles gut, ich mache den Ständer. Im Internet halt zocken, um es so auszudrücken, sondern wir denken da eher an so Sachen, Eventmanagement, vielleicht so Firmen, Teambuildingsmaßnahmen in der VR zusammen irgendwelche Probleme lösen oder für Firmen, sei es ein Sommerfest oder sowas, da vor Ort ein Event veranstalten. Wir sind ja jetzt auch noch nicht so ganz im Detail. Kultur basiert quasi auf Studio Creality, das was wir halt machen, Künstler zu filmen, in Mixed Reality live ins Internet zu streamen und das halt weiter auszubauen. Da stehen wir jetzt in Kontakt auch mit der Muthesius Kunstschule schon. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Teil, auch so Bildung. Ich bin der festen Überzeugung, wie wir lernen und lehren werden in der Zukunft, vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren, vielleicht auch schon früher, das wird sich
glaube ich, ganz stark verändern. Es gibt mittlerweile schon sehr gute, interessante Entwicklungen, zum Beispiel aus Los Angeles, im Kinderkrankenhaus. Die haben eine App raus, also eine Software entwickelt, mit natürlich nicht das Krankenhaus selber, aber mit einer Software-Schmiede zusammen, wo angehende Ärzte im Notfallraum sind, und also in der VR, im Notfallraum, und dann irgendwie dein Kind ist und dann müssen sie halt Maßnahmen ergreifen. Und Wissenschaftler haben das begleitet und haben dann festgestellt irgendwie, die haben genauso ein Stresslevel, als würden die im wirklichen Emergency Room sein und nicht in dem Simulationsraum, wo sie halt nur so eine Puppe haben und dann stehen da noch so Menschen daneben. Also die Immersion spielt da halt eine ganz entscheidende Rolle. Ich glaube, im Bildungsbereich können wir in Schleswig-Holstein vielleicht mit allgemeinbildenden Schulen zusammenarbeiten oder mit Hochschulen. Also ist für mich ein sehr interessanter Bereich. Dann hat Viktor gerade angesprochen, Entwicklungsbereich. Wir arbeiten gerade an so einer Architektur-App. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt erzählen dürfen, aber da gibt es sehr viele interessante Bereiche und man könnte sich halt auch irgendwie vorstellen, dass man im Rahmen von einem vielleicht Open Campus Workshop oder sowas Entwicklern, die halt das Equipment nicht haben, aber Interesse haben, dass man das zur Verfügung stellt und irgendwie einen Workshop macht, irgendwie Christoph hatte schon Unity-Kurs dieses Sommersemester angeboten, dann vielleicht auch in der VR direkt was zu entwickeln. Ja, jetzt haben wir ganz viel geredet, ich glaube viel zu viel von unserer Zeit, und wir wollen jetzt einfach mal vielleicht, wären wir weniger gewesen, hätten wir gesagt, jeder stellt sich irgendwie vor, aber vielleicht diejenigen, die vielleicht schon mit VR arbeiten oder schon was im Kopf haben, dass die vielleicht jetzt was erzählen oder einfach mal, ja, oder habt ihr vielleicht noch Fragen? Ja. Aber du hast dich jetzt schon gemeldet, erzähl mal. Also es klingt, als wären ihr alle noch so relativ neu in dem Thema. So, ich war auf der E3 letztes Jahr oder so, oder ich habe mir jetzt ein HTC Vive gekauft. Das klingt alles noch so jung damit. Du meinst bei uns in der Gruppe? Ja, das stimmt. Also ich mache jetzt seit 4 Jahren circa mit AR und VR Sachen, vorrangig AR am Anfang. Und man merkt halt immer wieder, dass der Endverbraucher AR schlecht annimmt. Weil immer irgendwelche Technik gegeben werden muss. Also wäre eigentlich der erste Schritt, was wir mittlerweile gemerkt haben, man muss dem Verbraucher irgendwie diese Technik zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel auf der Wartekant, dass man diesen Stand aufbaut, dass Leute da dann auftauchen können. Also man kann nicht auf Eigeninitiative aufbauen. Ja, du sagst es. Das ist auch die Idee hinter diesem Kulturhaus. Niedrigschwelliger Zugang für das allgemeine Publikum. Es ist gerade so ein bisschen, hatte ich heute früh mit jemandem drüber gesprochen, als seien Schwarz-Weiß-Röhrenbildschirme ohne Ton, Flachbildschirme und 3D-Bildschirme gleichzeitig auf dem Markt erschienen innerhalb von 3 Jahren. So verschieden ist die VR-Technik, die es gerade gibt. Beginnt eben mit solchen ganz einfachen Cardboards, wie du jetzt hier auch ein Produkt eben vorstellst, bis hin zu hochkomplexen Hallen, wo man da durchlaufen kann, komplett getrackt, und dann steht man eben davor, man weiß gar nicht, wofür entwickle ich eigentlich, wie ist überhaupt die Marktabdeckung für mein Produkt, also ne, wen kann ich damit überhaupt erreichen? Ja, es ist schwierig, genau, und du bist jetzt ja schon lange dabei, glaubst du, es wird sich bessern eigentlich? Ich glaube, dass es sehr viel Potenzial hat, gerade, also der Unterhaltungsbereich wird ja immer größer, hat aber halt eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Der Kulturbereich hat aber eigentlich eine etwas ältere Zielgruppe. Ich sehe tatsächlich VR mehr in einem Bildungsbereich und in einem Bereich, der sich viel mehr auf ältere Mitbürger und Senioren bezieht, dass man einfach durch VR eine Freiheit und eine Bewegungsmöglichkeit für Menschen schafft, die immobil sind, die nicht mehr raus können, reisen können oder irgendwas, dass man dadurch schafft, ein komplett Erlebnis zu generieren, dass diese Menschen was anderes erfahren als ihr Krankenhauszimmer, Altersheim, Pflegezentrum. Also das ist so die Richtung, wo ich glaube, ich denke, wo es das meiste Potenzial hat. Also auch wieder die Unterhaltungsrichtung. Ja. Danke, Julia. Ich gehe mal einfach durch mit dem Mikrofon. Ja, hi, ich bin Peer, ich bin hier auch Gründer in der Kitchen. Meine Überlegung zu VR war ganz am Anfang auch, als vorgestellt wurde, klar, so Kinobesitzer, Kinozahlen gehen in vielen Teilen zurück. Die Technik ist jetzt relativ teuer, aber was ich denken würde, wäre halt ein cooler Raum, wo halt Brillen sind und man einfach auch mal so einen 3D-Film dann, also nicht nur einen 3D-Film, der aus einer Perspektive ist, sondern du hast wirklich Charaktere, die in diesem Film dann, die man dann übernimmt, also die Rolle. Das finde ich ganz cool, so als Idee, das ist natürlich auch schwer umzusetzen.
Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Gefühl von einem Film erleben in der Virtual Reality. Also dass man wirklich vielleicht auch einen Protagonisten übernimmt. Man sitzt mit 5 Leuten in einem Raum und jeder hat dann eine Rolle. So, und die verfolgt man dann. Die zweite Idee, die ich hatte, war eine VR-Bar, dass du einfach sagen kannst, okay, früher Arcade-Maschinen waren sauteuer, ist man einfach in so eine Arcade-Bar gegangen, hat da zu Bier getrunken und irgendwie Kaffee und Kuchen gehabt oder halt auch andere oder irgendwie Snacks. Das würde auch relativ gut gehen mit den VR-Brillen, dass einfach eine Person da ist, die das halt alles managt, die immer guckt, dass die Technik funktioniert, dann sind da irgendwie 5 HTC Vives oder so in einem relativ großen Raum und dazu gibt es halt noch eine coole Bar mit Sitzecke und die anderen Leute können dazu gucken, was dem anderen gerade passiert durch Bildschirme. Also das war so die Idee, die ich hatte. Ja, dieses Konzept VR-Bar sprießt auch gerade wie Pilze total aus dem Boden auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland gibt es über ein Dutzend, glaube ich, inzwischen von solchen VR Cafés, ja. Bars, was auch immer. Also wenn wir sowas in Kiel hätten, ich würde auf jeden Fall schon, also es wäre halt was anderes, als einfach mal irgendwie ins Kino zu gehen mit ein paar Leuten. Das Interessante wäre halt, wie viel ist man bereit dafür auszugeben und trägt sich das am Ende? Na klar. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, hatte dann mal mit jemandem gesprochen, 40 Euro pro Stunde. Wer ist dafür bereit, 40 Euro pro Stunde auszugeben? Nein, wie ist mit 20? So nicken oder? Jetzt kriegen oder? Nee, wenn ich jetzt nicht eine Stunde damit spielen lasse und sage, dann gibst du mir einen Zwacken dafür. Ja, ein paar nicken schon, aber manche gucken noch skeptisch. So, und dann ist irgendwann die Frage, man hat immer Personal, was das begleiten muss, rentiert sich das? Und rentiert sich das auch hier in Kiel, wo noch eine andere, andere finanzieller Hintergrund ist, als wenn wir die Bayern da angucken zum Beispiel. Wir gehen natürlich auch von extrem teuren Geräten noch aus und wir hoffen auch, dass die Entwicklung auch sich dann in Konsumervarianten bewegt. Und wenn die Geräte dann nur noch die Hälfte kosten, ist es auch eine andere Investition, die du tätigst. Also was ich glaube, ist, dass man auch so diese Technik über andere Wege verbreiten kann. Also auch gerade zum Beispiel im Kulturbereich. Ich hatte jetzt für Husum, für ein Museum, da eine VR-Installation gerade fertig gemacht. Da passiert schon auch was. Aber grundsätzlich ist da halt irgendwie auch in der Industrie, was Augmented Reality in Anwendungsbereichen angeht, die finden das alle geil. Also wenn die das irgendwie auf einer Messe sehen. Aber es ist bisher, also außer bei den ganz Großen, die ja schon seit 20, 30 Jahren irgendwie VR-Technik einsetzen, dieses, okay, ich verwende diese neue Technik, da ist noch nicht dieses Bewusstsein da, beziehungsweise ist man halt immer Vorreiter, das kann halt auch in die Binsen gehen, das ist halt was anderes, als wenn ich sage, ich brauche jetzt irgendwie eine neue App oder ich will halt irgendwie auf einen Webseitenzug aufspringen, der schon von den 90ern losgegangen ist. Da ist halt irgendwie, also alle sind irgendwie interessiert daran, aber so First Mover will irgendwie keiner sein. Und ich glaube, da muss man irgendwie gucken, wie man das am besten umsetzen kann, dass man die Leute irgendwie da abholt oder dass man da so Synergien schafft, wo man halt wo man große Menschenmengen erreichen kann, wie zum Beispiel in einem Museum oder sowas, dass die das dann halt irgendwie einmal ausprobieren können und diese Game Center oder sowas, ich weiß nicht, ich stelle mir das schwer vor, dass das darüber funktioniert. Wir können da an dieser Stelle eben Werbung für die Vision vom Kulturhaus machen, wie sie gerade ist. Meine Hoffnung ist eben, dass wenn jemand sagt, ey, da hätte ich voll Bock drauf, ich möchte ausprobieren, ob es hier klappt, dass man dann zu uns ins Kulturhaus kommt, das vorstellt und wir sagen, jo, wir machen das. Auch ein Motto, das ich immer bei Creality habe, ist, wenn das Personal da ist, dann lass uns machen. Also, ne? Erstmal hier. Ich arbeite bei New Communication und wir haben jetzt tatsächlich eine VR-App für eine Fährschifffahrtgesellschaft hier in Kiel umgesetzt, wo man wirklich, also es ist B2B und B2C, also der Punkt ist hier halt noch gar nicht erwähnt, deswegen, wo die Kunden dann wirklich auf der Messe oder so sich die Räume angucken kann und virtuell durchs Schiff laufen können. Wir haben da mit 360-Grad-Bildern gearbeitet und ein anderer Kunde von mir, B2B-Kunde, der macht Kühlschmierstoffe, also relativ komisches Produkt so und nicht wirklich vorstellbar. Für den entwickeln wir gerade eine AR-App, damit er wirklich auf Messen das Produkt den Kunden vorstellen kann. Und da sind die wirklich, also in der Branche wirklich First Mover, definitiv. Und, Hat der Kunde das Gefühl, das hilft beim Vertrieb? Wir machen sie erst fertig, aber der Kunde ist happy und glücklich und freut sich mega auf die App. Also, super. Und, die Fährschifffahrt mit VR, also das nutzen die für B2B. Ja. Und auch B2C und da sagen die auch perfekt. Ja, super. Ja. Genau. Du sagst jetzt App, da musst du nachfragen, also ist das jetzt für das Mobilgerät? Oder genau, also wir entwickeln das für Android und iOS. Genau, und
red ruhig weiter, das Mikro ist gut genug, dass du auch mit Paul reden kannst. Also für den Kühlschmierstoff, für die AR-Anwendung, da braucht man halt auch die Broschüre dann natürlich, die man sich runterladen kann. Aber die wird auch also online dargestellt und dann kann sich die jeder runterladen. Und gerade auf Messen wollen die das nutzen und dem Kunden auch vor Ort das Produkt einmal darzustellen. Und genau, und die andere App soll auch wirklich im App Store für B2C dann auch sein, damit jeder sieht, okay, bevor er sich dann eine Kabine bucht, was kann er sich für sein Geld leisten, beziehungsweise vielleicht bucht er dann doch die höherwertige Klasse und B2B, weil die halt auch ganz viel so LKWs transportieren und so, und damit sie sich da auch das alles angucken können. Klasse, Dankeschön. Oder? Ich würde sonst weitergehen. Aber. Hallo, mein Name ist Asvet. Ich dachte an Krankenhaus und dort speziell Schmerztherapie. Wenn die Leute abgelenkt sind, merken sie meistens nicht so die Schmerzen. Also Folgendes ist passiert, ich liege beim Zahnarzt und ich habe Angst. Klassiker, hat jeder. Und wenn ich dann eine Brille auf hätte und mir gleichzeitig die Sixtinische Kapelle angucken würde, wäre die Angst vor dem Zahnarzt und da fummelt irgendjemand in meinen Zähnen rum deutlich geringer. Ja, das Schöne ist, du siehst ja nicht mal mehr den Zahnarzt. Du siehst nicht mehr den Zahnarzt und merkst nur, da ist nur irgendjemand, der fummelt an dir rum. Aber im Prinzip wirst du abgelenkt oder abgelenkter und dadurch würden auch Schmerzmittel und so etwas ersparen können. Hm. Eine gute Idee, die klauen wir. Ja, aber ich finde das klasse. Ist doch ein toller Anwendung. Es ist auf alle Fälle, also ich habe meinen Zahnarzt gefragt, das Problem ist, dass die Brillen derzeit noch so dick sind, dass sie jetzt beim Zahnarzt einfach nicht rankommen, wo sie rein sollten. Und das war bis jetzt das Hauptproblem. Aber man könnte Schmerzmittel sparen und Angst nehmen, vor allen Dingen Zahnarzt. Kurz Urlaub irgendwie machen kann oder weiß nicht, wenn man gerade nach Skandinavien guckt, die werden ja mit in dem Winter mit so Lichttherapien behandelt, dass sie sich nicht total scheiße fühlen und dass man, wenn man das mit so einer Brille noch unterstützt, dann hat man halt irgendwie quasi ja noch dieses Hawaii-Feeling und das so eine halbe Stunde am Tag auf Hawaii oder woanders, denke ich, dass es diesen Prozess auch noch sehr gut unterstützen kann. Also wir sind ja auch hier, um ein Netzwerk aufzubauen oder beziehungsweise vielleicht Follow-ups bei diesen Treffen zu organisieren. Ich habe hier noch eine Liste, wo ihr euch alle schon mal eintragen könnt, bevor das Gleiche wieder rum ist und alle in die nächste Session laufen müssen. Ich gebe das einfach mal rum und dann... Ich würde gerne erst noch etwas sagen und dann trage ich mich da auch gerne ein. Ansonsten, wenn ihr die Zeit nicht schafft, dann schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert Studio Reality und dann schreiben wir euch halt an. Aber, ja. Ganz schnell, ich glaube, ich kann laut genug hier sprechen. Ich komme aus dem Kulturbereich und bin dort im Bereich der IT tätig, öffentliches Büchereiwesen. Und das Massengeschäft in den öffentlichen Büchereien ist natürlich die Buchausleihe. Aber wir sind eigentlich auch eine Einrichtung, wo man neue Medien ausprobieren kann. Und es gibt viele Projekte. Und gerade im Hinblick auf den Umbruch in die digitale Welt ist man da sehr interessiert, eben auch Neues anzubieten. Stichwort Makerspace beispielsweise auch. Büchereien tun sich damit im Augenblick noch ein bisschen schwer, weil die Ressourcen fehlen, weil das Know-how dazu fehlt. Aber gerade eben VR oder AR mal auszuprobieren, mal erlebbar zu machen, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass eben öffentliche Büchereien dafür geeignet sind, weil sie eben auch Landesmittel beispielsweise einplanen könnten oder auch vielfach über Stiftungen von Banken und ähnliches Mittel für solche Projekte zur Verfügung haben. Ich nenne da nur E-Book-Reader, alter Hut inzwischen, ist so etwas gewesen, um eben auch älteres Publikum, das wurde ja hier angesprochen, dafür zu interessieren. E-Book-Reader waren ursprünglich gedacht für Jugendliche, weil die kennen sich in der digitalen Welt aus, war die Vorstellung. Nein, wer ist gekommen, macht inzwischen die Online, also Online-Medien runterladen, das sind die Senioren. Es gibt sozusagen Kurse, Einführungsveranstaltungen in den öffentlichen Büchereien, wo so etwas vermittelt wird. Und auf diese Weise könnte ich mir sehr gut vorstellen, da eben auch dieses Medium einmal präsentieren zu können. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Jetzt trage ich mich auch gerne in die Liste.
Ja, man, also wir erleben das häufig auf Messen, wie der Stand manchmal fast zu so einem Meetingplatz wird, wo die Leute auch dann einfach gerne sind. Sie haben was Interessantes zu gucken im Hintergrund, sie haben ein interessantes Gesprächsthema mit dem, was sie da vor sich haben. Ja, auf jeden Fall, das ist ein perfekter Platz, um sowas eben nahe zu bringen, genau eben dieses Problem anzugehen, von dem du anfangs gesprochen hast. Dankeschön. Hallo, ich bin Sebastian. Und zwar hatte ich jetzt erstmal eine Frage. Also das Netzwerktreffen, okay, das ist jetzt für Leute, die sich mit VR in der Entwicklung beschäftigen und so weiter gedacht. Alle. Und dieser dieses Kulturzentrum oder was auch immer, das ist dann dafür gedacht, einerseits einmal Sachen auszuprobieren, weil man selbst die Hardware nicht hat, und aber auch gleichzeitig, um der breiten Masse die Möglichkeit zu geben, mal in diese Welt einzutauchen, weil die Geräte für die breite Masse zu teuer sind. Ja. Okay, das habe ich richtig verstanden, das ist gut. Es gibt in Flensburg ein Unternehmen zum Beispiel, die haben mal mit der Microsoft-Brille rumgespielt und versucht, Lagerlogistik damit abzudecken. Also, dass ein Lagerarbeiter durchs Lager rennt und dem angezeigt wird, wo was, wie viel einzupacken ist, jetzt bei der Kommissionierung zum Beispiel. Das ist ein ganz interessantes Projekt gewesen, fand ich. Und nö, die spielen da immer noch mit rum. Die haben jetzt, weiß nicht, letzten Monat oder so mal so ein Promo-Video rausgehauen davon. Ich kann dir nachher sonst auch einen zeigen, der da arbeitet. und weiter gibt es in Flensburg an der Hochschule einen Professor, der ganz viel im medizinischen Bereich gemacht hat. Der hat ursprünglich mal so vom Magnettomographen Aufnahmen genommen und dann hattest du so eine Controller in der Hand und konntest durch die Magnetaufnahmen quasi so durchgehen und wir hatten damals Leichenbilder, konntest dann quasi vom Kopf mit dem Controller durchgehen und dir die einzelnen Schichten angucken, weil das sind ja Schichtaufnahmen. Und so, im Endeffekt war die Entwicklung für die Ausbildung von Ärzten gedacht, weil Ärzte müssen auch lernen, wie sie mit diesen Aufnahmen dahergehen und so weiter und so fort. Und das war damals, gab es diese ganze Technologie noch gar nicht so richtig. Die haben quasi mit Controllern einfach nur durch und du konntest auf dem Bildschirm ganz normal sehen, alles. Aber das könnte man ja weitergedacht, wenn man mit denen in Verbindung, die sind auch mit VR und AR ja inzwischen ein bisschen bewanderter. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Know-how dann und da hätte man auch direkt einen Anwendungszweck, weil ich glaube, gerade im medizinischen Bereich gibt es da Ausbildung und auch bei Diagnostik verdammt viel Potenzial für die ganze VR-Technologie. Also es wird auch zur digitalen Kieler Woche, gibt es ein Projekt mit der Technikerkrankenkasse zusammen, wo es auch genau um diese Thematik geht. Also es ist noch, steht jetzt nicht genau fest, ob das jetzt dann vom Ergebnis dann eine, es ist jetzt nicht nur auf AR und VR ausgerichtet, sondern grundsätzlich eben ein digitales Wochenprojekt in Zusammenarbeit mit der Technikerkrankenkasse, um da zu schauen, in welchem Bereich könnte man da weitere Konzepte erarbeiten oder auch umsetzen. Und also da denke ich auch, dass da ganz viel möglich ist, was also auch Weiterbildung oder Ausbildung angeht, beziehungsweise eben auch, wie vorhin schon angesprochen, diese auf den Patienten fokussierte Unterstützung bei irgendwelchen Behandlungsmethoden, die man da umsetzen könnte. Mhm. Und um jetzt wieder Werbung für so ein Kulturhaus zu machen, man könnte, wenn man selber was entwickelt hat, das natürlich auch als Plattform nutzen, das Leuten ausprobieren zu lassen und da Feedback zu bekommen. Irgendwann hat man allen seinen Freunden VR gezeigt und jeder kennt es. Man braucht auch manchmal Newbies, die das zum ersten Mal ausprobieren. So, jetzt habe ich, wer hat noch nicht? Ich will auch noch was. Du willst auch noch was sagen? Ja, vielleicht, mich würde noch interessieren, was würdet ihr euch von so einem VR-Netzwerk wünschen? Oder habt ihr da überhaupt Interesse dran? So? Einige Leute haben jetzt ein bisschen was erzählt, aber seht ihr da überhaupt einen Sinn drin? Was würdet ihr euch davon wünschen? Sollen wir das überhaupt machen? Und vielleicht in welcher Art und Form? Irgendwie ein monatliches Stammtischtreffen oder über ein Meetup online oder sowas? Also, das bewegt mich. Wenn euch das nicht bewegt, dann braucht ihr nicht drüber sprechen. Okay. Ja, ich bin Mogens, ich bin Backend-Entwickler und interessiere mich eigentlich schon lange für 3D. Also habe früher auch so mit Cinema 3D-Modelle gebaut und habe da leider heute wenig Zeit für und war letztes Jahr auf einer Messe und war so ein bisschen erschrocken, wie weit die halt schon sind. War auf einer Blechmesse und die haben halt in so einem VR-Raum halt komplette Arbeitsschritte schon gezeigt und also das zu Ausbildungszwecken genutzt und ja, ich habe mir auch schon mal Unity runtergeladen, also ich habe hier so eine Samsung Gear, war ich ein bisschen enttäuscht von, also ich habe vorher so ein Reinklemmen gehabt, die war eigentlich ganz nett, also die Gear, die ist so ein bisschen, man ist sehr eingeschränkt, sage ich mal, in diese Samsung Software
Und für mich wäre interessant zu wissen, also mir fehlt so ein bisschen die Zeit, um mich in Unity reinzuarbeiten, und eigentlich will ich auch gar nicht mit Unity arbeiten, also mich interessiert Quellcode und nicht irgendwelche lustigen Knöpfe zum Rumdrücken. Und für mich wäre so interessant, wie kann ich den Einstieg finden, wie kann ich mit Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht, sage ich mal, mit Unity arbeiten, denen aber Skills fehlen im Bereich objektorientierte Programmierung oder ich sag mal, wenn es dahin geht, dass wirklich Anpassungen gemacht werden für also Konzerne, wo es halt genau stimmen muss, wo nicht jetzt, sage ich mal, das irgendwie so ist, wie es halt gerade sein oder dargestellt wird. Ne? Also habt ihr da Ideen, sage ich mal, wie es für Entwickler leichter gemacht wird, dort einen Einstieg zu finden, weil also ich arbeite so 50 Stunden die Woche, programmiere ich, und mir fehlt halt einfach die Zeit, um dort so reinzusteigen. Ne? Und, aber ich hätte schon Interesse. Also. Ja, das ist das Wichtigste, dass Interesse bezeugt wird und man praktisch eine Liste hat an Leuten, sodass man wenn man einen Profi findet und der sagt, ey, ich will den Leuten was beibringen, ihm auch sagen kann, ja, und wir haben deine Zuhörer für dich. Also das lohnt sich, so wie du jetzt zu sagen, okay, ich stehe in einer Schlange und warte, bis der Laden öffnet. So. Mein Name habt ihr. Sehr gut. Oder? Jo. So, wer du hattest dich noch gemeldet? Ja, ich habe eine Frage eher für den Augmented Reality Bereich, haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet. Und zwar vielleicht einfach an die Profis, die sich schon besser damit auskennen, wo ist das nächste große Ding nach Pokémon Go? Also das ist jetzt ein Jahr her und irgendwie habe ich gefühlt, ist nichts passiert, oder? Woran liegt das? Also sind das technische Gründe oder ist es das, was Julian... Du hast dich ganz energisch gemeldet. So. Das Ding ist, Pokémon Go war ja gar nicht so was Neues eigentlich. Pokémon Go ist ja eigentlich Ingress gewesen, nochmal umgebrandet und schön und gut, und das Zugpferd dabei war einfach Pokémon Go. Du kannst jetzt irgendein Franchise nehmen, das ähnlich wie Pokémon funktioniert. Du tauschst die Models aus, machst ein ähnliches Prinzip und das Ding läuft wieder für ein paar Monate und wird gehypt. Kannst du theoretisch mit jedem Franchise machen, was irgendwie funktioniert. Es gibt halt nur selten so große wie Pokémon, was die Leute dann nochmal bewegt, weil für viele Leute in unserer Generation ist es halt so ein gigantisches Kindheitsding, womit man groß geworden ist, was einen auch sehr, sehr lange verfolgt hat, und es neben diesem emotionalen Aspekt halt auch nochmal so diese Kindheitserinnerung wieder ruft, dass man mit seinem Glumanda durch die Gegend rennt und irgendwas machen kann. So, und man hat es halt vorher mit Ingress gesehen, was ein bisschen technischer ist, dadurch weniger Leute anspricht. Also wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahre in die Zukunft gucken, wir andere Endgeräte haben, vielleicht sogar Wearables haben, die ein bisschen besser funktionieren, und wir dann einfach irgendwas nehmen, was wieder in der Jugend gehypt wurde, wäre es, glaube ich, was. Weil die Hauptspielerschaft von Pokémon Go waren halt auch eben nicht Jugendliche. Und dann kann man sich eigentlich fragen, ist eigentlich dieses Augmented Reality Ding wirklich das Wichtige gewesen an Pokémon Go? Brauchte es das? So. Und das ist, finde ich, die zentrale Frage, die Entwickler zu stellen bei der Entwicklung von VR. Warum kann ich dieses Tool nur in Virtual Reality umsetzen? Warum reicht nicht ein zweidimensionaler Bildschirm? Und viel zu viele Programme können diese Frage nicht gut beantworten. Ein Beispiel, wir haben im Livestream komponiert mit einem Virtual Reality Tool. Da hängt man dann solche Noten in die Luft, verbindet die mit Linien, drückt auf Play und dann spielen da solche Loops ab. Der Komponist, mit dem wir zusammengearbeitet haben, wurde zusehends frustriert von diesem Programm, weil es total awkward zu steuern war, weil das Interface mehr war und weil es überhaupt gar keinen Mehrwert für ihn gab, dass er es in Virtual Reality gemacht hat. Weil Noten sind schon so gut ausgearbeitet, wozu muss ich denn da jetzt einen dreidimensionalen Raum noch dazu haben? Und wir haben dann nach ein paar Mal gesagt, okay, wir beenden jetzt erstmal das Stream mit LiDAR VR, wir suchen mal das nächste Programm und machen damit weiter, auch im Bereich von Komponieren. Und wenn du die Frage stellst, was ist da das nächste große Ding, dann ist es für mich eigentlich die Frage, wo ist das eigentlich sinnvoll, diese Technik? Und wenn man das dann gut vermarktet, dann hast du das nächste große Ding, weil du es eben nicht irgendwie anders dargestellt bekommst. Also weil du musst diese Geräte haben, um dieses Erlebnis zu haben. Ich selber habe ehrlich gesagt noch keine Idee, wo es so sein muss für den großen Markt, wann wieder sowas Großes kommt. Ja, aber berechtigte Frage irgendwie. Ne? Aber du sagst es ja, es ist immer so ein Hype-Zyklus eher. Ne? Und ja, jetzt kommen die Magic-Karten, vielleicht können wir die noch vorher. Ja, wir haben da schon was angedacht, aber das ist erstmal nicht unser Steckenpferd. Also wir wollen keine Magic-Karten in die echte Realität bauen. Ich will nochmal die Schattenseiten ansprechen. Und zwar, wir haben ja
denke ich, die meisten irgendwie so Matrix gesehen und so das Leben in der virtuellen Realität. Ich denke, ihr könnt euch in dem Kulturzentrum auch so einen bewussten Umgang kümmern, weil ich denke, gerade die Elterngeneration merkt jetzt, dass die Kinder irgendwie noch ungefähr 1 Zentimeter zwischen dem Bildschirm haben. Wenn dann noch eine Brille dazukommt oder man auch vielleicht in 30 Jahren nur noch eine Tablette schluckt und dann alles im Hirn abläuft, was ja auch viele Firmen so überlegen und bauen, dass sie da auch auf den bewussten Umgang geht, weil ich denke, das kann genauso eine Droge werden, wie das andere Computerspiel auch sein kann. Ja. Gerade wenn du dann Realitätsverlust hast und wir haben auch Krankenhäuser angesprochen, das ist natürlich ein anderes Thema, wenn derjenige gar nicht mehr seine Realität wahrnehmen kann, weil er nur irgendwie ein Fenster hat, aus dem er so einen Eiffelturm sehen kann, ist es natürlich schön, aber wenn Leute freiwillig ihre Umwelt aufgeben, weil sie früher war es World of Warcraft, aber heute ist es dann irgendwie eine Virtual Reality, das finde ich sehr gefährlich und ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern antun möchte. So. Ja. Das ist ein sehr guter Hinweis, weil immer wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Waterkant, da war hatte ich ein gutes Beispiel, da war ich dann noch unter anderer Flagge als Creality unterwegs mit den VR-Nerds und die haben halt eine Spielsoftware, also einen Shooter im Grunde. Und Kinder haben halt die Brille dann aufgesetzt, ne? Also es ist jetzt kein gewaltverherrlichender Shooter irgendwie, so von der grafischen Darstellung her. Aber es fängt halt schon an, die setzen die Brille auf und der Junge sagt dann so, wo sind denn meine Hände? Ne? Weil der die Controller nicht in der Hand hatte. Ne? Aber da ist wichtig, da auch wirklich drauf zu achten. Oder halt auch körperliche, gesundheitliche Aspekte da. Also irgendwie, ja, du sagst es, kurz vorm Auge zu kleben zu haben. Ist ja, ich meine, ich laufe mit meinem Handy ja auch nicht so rum, ne, die ganze Zeit. Das ist auch irgendwie, für die körperliche Belastung oder ne, für die Augen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ich finde das. Ja. Finde ich auch gut. Ich muss leider los. Wer sich noch für diese VR-Geschichte im Museum interessiert, ich habe hier noch ein paar Flyer, die lege ich hier hin. Und dann, dann freue ich mich, wenn wir uns zum Teil vielleicht wieder bei einem der nächsten Netzwerktreffen sehen können. Ja. Vielen Dank. Dein Tschüss. Laptop? Kannst du den einfach dann überstellen? Dann ist okay, alles klar. So. Danke. Tschüss. So. Na, wer möchte was? Vielleicht nochmal so Richtung Netzwerk, was ich eben schon angesprochen hatte. Was könntet ihr euch da vorstellen? Also wir können natürlich irgendwie ein Newsletter einrichten, aber wer liest Newsletter irgendwie? Wer schreibt die vor allem? Wer schreibt die? Ja, ich weiß schon, wer die schreibt. Ja, genau. Genau. Also wenn ihr nochmal Anregungen, Ideen für uns habt, wie wir so ein Netzwerktreffen regelmäßig oder irgendwie initiieren können, wir freuen uns drüber, nochmal auf unsere Vision, unabhängig von diesem VR-Kulturkompetenzzentrum. Wir wollen einfach, dass VR hier in Schleswig-Holstein Fuß fassen kann für die Zukunft, weil wir denken, es ist ein Wirtschaftszweig, der für viele Bereiche in Schleswig-Holstein wichtig sein könnte. Ja. Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal, wir sind ja eine private Gruppe, momentan noch, und wir treffen uns dann noch manchmal auch zum Zocken. Und das sieht dann nämlich ungefähr so aus. Irgendwie bei uns in der Wohnung einfach, in einem Raum hat einer eine Brille auf, dann sitzt noch einer im Flur und hat eine Google Daydream auf und im anderen Raum sitzt auch noch einer, steht einer mit der Brille und die anderen gucken irgendwie zu oder interagieren. Das ist halt mal auch so aus dem Privaten, ja, irgendwie, es macht halt irgendwie auch Spaß, damit einfach zu spielen. Ja. Nochmal das Video? Ja. Hast du nicht alles gesehen? Ja. Also Mario, unser Kameramann, sitzt da. Julian, unser Entwickler. Wer ist da? Robert ist jetzt auch gerade als Entwickler auch unterwegs. Entwickler, Janisi ist von der FH Mediendesign. Ja. Ganz, ganz bunter Haufen. Und wir suchen immer noch nach mehr Leuten, die sagen, hey, ich möchte auch irgendwas da in die Richtung machen. Ich habe eine Idee oder was auch immer. Dann kommt auf uns zu, lasst uns was machen. Oder einfach unterhalten, austauschen. Ich glaube, das ist ein enormer Mehrwert, einfach in Kontakt zu sein. Okay, vielen Dank. So. Schön, dass ihr da wart.